Hey Leute, was geht? Mein Name ist Hachi, ihr seid hier bei 16 Bars und heute haben wir ein Interview mit Absent. Was geht, Hachi? Alles gut bei dir, wie geht's? Ja, safe, bei mir alles super. So, Corona fängt ein bisschen rein, deswegen bin ich nicht so viel draußen unterwegs, aber an sich alles super. Und bei dir? Ja, ich kann mich nicht beschweren, ähnlich mit Corona auf jeden Fall. Ich meine, wie du ja vielleicht merkst, können wir uns nicht sehen, weil Kontaktsperre und dies, das, aber bei dir im Hintergrund sitzen ein paar Leute, ne? Ja, aber das sind die, wo ich genau weiß, wo die unterwegs sind. So, ich bin auch ein bisschen vorsichtiger, Digga. Aber eigentlich war ja auch der Plan, dass ich nach Berlin komme mal. Geht jetzt gerade eher weniger. Aber naja, Digga. Und was soll man machen? Wie ist es bei dir sonst so, was deine Lebenssituation angeht wegen Corona? Wie sehr ist das eingeschränkt? Schon doll. Also du musst dir so vorstellen, Digga, ich wohne in einer Kleinstadt so, ich war jeden Tag hier unterwegs mit meinen Homies so. Ist doch gerade, glaube ich, gefühlt so der erste Tag, wo wirklich meine Homies kommen so, weil wegen Interview und natürlich, ich habe sogar einem abgesagt, weil der meinte, er war auf dem Kiez unterwegs so, muss nicht sein jetzt. Aber an sich, Digga, so das Einzige, wo es mich richtig einschränkt, ist, dass ich fast nur im Bett gammel, Digga. Ich zock oder guck Netflix so. Ja, Mann. Musikalisch gesehen hast du ja zum Glück kurz vorher, sagen wir mal zum Glück, ne, noch gedroppt. Mhm. Und zwar jetzt am 27.03. hast du Cycle veröffentlicht. Erzähl mal, wie zufrieden bist du mit den Stimmen deiner Fans gerade, wie Leute deine Musik wahrnehmen? Also das Ding ist, als ich das gedroppt habe, war mir so ein bisschen klar, so, ja, das ist so nicht für jeden von meinen Fans was. Weil, ich sag mal, die meisten Fans habe ich bekommen durch Wie Steemans Lay Me Down. Und das war schon nochmal eine ganz andere Richtung, also komplett anders. Und deswegen, ich habe von Anfang an gesagt, okay, es wird Leute geben, die das feiern werden, es wird Leute geben, die sagen, ja, feiern wir nicht so, weil es einfach ist härter, es hat andere Beats, es ist ein ganz anderer Vibe, Digga. Deswegen, also die, natürlich so, es ist gut, das Feedback, ich bekomme fast nur gutes Feedback, aber es gibt halt auch so Leute, die dann sagen so, yo, was machst du da jetzt, so, ist das irgendwie jetzt... Ist das jetzt ein neuer Film, den du fährst oder so? Nein, Digga, es war ein Tape, wo ich was anderes gemacht habe und fertig. So, ja. Safe, das erste, was du von der EP gedroppt hast, war ja Funeral und da hat man auch schon in den Kommentaren so gemerkt, okay, die Leute finden es wild, sag ich mal, was du da machst, weil es halt stilistisch was anderes ist. Und ich finde, der Stil passt auf jeden Fall sehr gut zu dir, aber wie Dankeschön. Hast du dich dahin entwickelt? Also wie kam es, dass du gesagt hast, okay, ich mache jetzt eine ganze EP in dieser stilistischen Denkweise? Ja, das Ding ist, dass ich schon länger so eine Musik gemacht habe, aber nie wirklich veröffentlicht habe, weil ich nie zufrieden war einfach. Also ich habe auf härtere Beats und auch auf, also wirklich, sag ich mal, düstere, härtere Beats auch schon mal was gemacht, Digga. War aber nie wirklich zufrieden, weil ich mir immer dachte so, ja okay, ist nice, aber so, ich bin noch nicht da, wo ich hin will. Das habe ich mit Funeral halt als allererstes geschafft. Deswegen wollte ich das als Video droppen. Habe ich gemacht, ist gut angekommen. Aber ja, die Tracks, also die ganze Cycle-EP ist im Laufe der letzten anderthalb Jahre, glaube ich, entstanden. Und ja, das Ergebnis, ich bin zufrieden so. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das meine neue Richtung ist. Das war einfach ein, sag ich mal, ein Tape, wo ich gerade Bock drauf hatte, wo ich schon länger Bock drauf hatte, was ich auch schon länger gemacht habe, aber wo ich nie mit zufrieden war. Habe ich jetzt aber einfach mal gedroppt. Okay, was ich auch sehr interessant fand, war den Skit auf dem Song, also 30. Ist das eine reale Sprachnachricht und wenn ja, wo kommt die her? Die ist real, so. Das ist von einem Homie von mir, Shoutout an Erik an der Stelle. Das Ding ist, ich hatte die Sprachnachricht vergessen, und zwar komplett vergessen, Digga. Und auf einmal, ich weiß nicht, ob du es weißt, aber auf Surya, meinem allerersten Tape, hatte ich auch mal ein Skit, Zug.Wave. Das war von derselben Person, auch von Erik, nochmal Shoutout. Und, warte kurz. Und ich meinte dann so, ey, wie geil wäre das, wenn ich auf so einem Tape, weil das ist voll seine Musikrichtung, so ein bisschen. Der fühlt diesen härteren Style, wenn ich dann nochmal so ein Skit machen würde, also so eine Fortsetzung von Zug.Wave. Und dann bin ich einfach den Chat von mir und diesem Homie halt durchgegangen und da finde ich diese Audio, Digga, wo ich keine Erinnerung mehr dran hatte. Ich wusste nicht mehr, ist safe auch ein Jahr her oder so. Und auf einmal hat er mir so eine Audio geschickt gehabt, wo er sagt, ja, ich bin am Bahnhof eingepennt und so, und ich fand's witzig. Also viel mehr war das nicht, war einfach witzig und ich wollte es auf dem Tape haben. So, ja. Ich weiß nicht wieso, ich finde, es passt irgendwie gut zu dem Gesamtbild von dem Tape.
Ja, genau. Aber ich sage, das ist ja nicht der einzige, die einzige andere Person, die da vertreten ist. Und zwar als einzigen Feature-Gast hast du Junger Bro noch mit draufgenommen. Ja, wie kam das zustande? Ich laufe in den Raps vor Polizei. Bull. In deinem Hoodie hängt Tags. Kaffer ist Lash, Brüder sind breit. Zu high. Mitternacht werden wir dreist. Der Junge ist Zukunft, der ist gestört gut, der ist richtig krass. Ja. Also, Junger Bro war ja auch, glaube ich, auf 16 Bars schon. Mhm. Videoauskopplung. Der Typ, also ich kenne Lyron jetzt ein bisschen länger, Lyron Dash. Und er war letztens, ich glaube, vor einer Woche oder so. 7. März oder so, waren die bei uns, also Lyron Dash, Junger Bro und Jedo. Shoutout an alle Top-Typen so. Digga, und Junger Bro, ich feiere seine Mucke. Ich feiere die richtig. Also 3 Stripes fand ich behindert. Der hat mir auch Unreleased Shit gezeigt, den feiere ich übertrieben. Und da meinte ich zu ihm, als er halt bei uns gepennt hat, so, yo, hast du Bock, einen Track zu machen, so für mein Tape? Er meinte so, ja, direkt, safe. Und dann, wir hatten eh mal was rumliegen gehabt, haben wir das genommen, fertig gemacht. Independent heißt der Track. Auf jeden Fall, Junger Bro, Talent, also wirklich, der wird noch groß, so safe. Ja, ich finde ihn auf jeden Fall auch sehr interessant. Weil ich nur merkwürdig, sage ich mal, finde, ist, dass du ja schon angesprochen hast, das ganze Tape ist so eher düster und geht so, also vor allen Dingen auch deine Stimmfarbe und die Beats, die verschwimmen immer so miteinander. Und dann hat man im Kontrast zu dem Part von Junger Bro dieses total klare und dieses richtige Rappen, sage ich mal. Also wäre es nicht naheliegend da gewesen, jemand anderen da mit raufzuholen? An sich ja, aber das Konzept von Cycle war einfach so mäßig so ein Kreislauf. Also das war so, ich wollte, dass es diese düsteren Seiten hat und auch diese Turn-Up-Seiten. Das war mein Ziel bei Cycle. Ich wollte düster und Turn-Up irgendwie vermischen. So, das ist einfach ein Gesamtpaket, das stimmt, so, Digga, weißt du? Und ich fand, Junger Bro hat einfach bei seinen Tracks sowas geschafft, was es meiner Meinung nach nicht so oft gibt in der Szene. So, er hat so diese Turn-Up-Tracks, wo er voll so seine, einfach so, wenn ein Junger Bro-Track läuft, man weiß, es ist ein Junger Bro-Track. So. Und das habe ich halt so gefühlt und der hat halt auf diesen Turn-Up-Independent-Track so aufgepasst und ich dachte mir so, ja, Digga, geil, lass machen. Und dann, safe, also das ist allgemein, es ging da mir eher um das Gesamtpaket. Mischung, das beides vermischen. Jemanden, den man quasi als Absent-Fan vermisst haben könnte, ist St. Purple. Wieso hat er es nicht auf Cycle geschafft? Ja, was heißt, er hat es nicht raufgeschafft? Hätte safe raufpassen können, aber ich habe noch viel Großes mit ihm, Digga. Noah, Shoutout, Homie, sagt alle Shoutout. Shoutout! Er ist King, wirklich, der Dude ist behindert, der ist richtig, also Noah, König, Digga. Und ich habe noch so viel mit ihm rumliegen, kommt wahrscheinlich nochmal eine ganze EP mit ihm zusammen. Auch richtige Banger drauf, so. Wird geil, aber auf das Projekt, da wollte ich. Eigentlich, mein ursprünglicher Plan war, gar kein Feature drauf zu machen, dass das ein Solo-Tape wird. Aber, ja, Junger Bro fand ich einfach, hat dann so gepasst, dass ich ihn halt gefragt habe und der war down und ja. Selbst hat sich für mich auch so angefühlt, als würde da eigentlich gar kein Feature-Part drauf gehören beim Hören, aber ja. Doch gepasst. Wie lange kennen du und St. Purple euch eigentlich und woher? Boah, Digga, okay, das ist auch eine witzige Geschichte, Mann. Ich kann die einfach mal droppen, glaube ich. Das war 8. Klasse, Schule. Ich musste wiederholen, weil ich einfach kacke war, so sage ich ganz ehrlich. So, und da kam ich in seine Klasse, er war ein Jahrgang unter mir. Und er war, ey, Digga, Hatschi, ne? Also, for real, wenn du ihn früher gekannt hättest, du würdest dir denken, so, Digga, was ist aus dem geworden? Also, gut, in guter Hinsicht aus dem geworden. So, er war ein anderer Mensch einfach komplett, so. Er hat immer so längere Haare gehabt und so, aber damals, als ich in die Klasse kam, ich dachte mir immer so, okay, ist jetzt nicht so der, mit dem ich mich in der Klasse so gut verstehen würde, so. Und dann, ich weiß nicht, ob dir Brokeboy Berat was sagt, Berat, egal, auf jeden Fall auch Shoutout, auch guter Homie von mir, Digga, auch aus der Schulzeit. Und mit dem habe ich mich richtig gut verstanden. Der kam in die Klasse und da war St. Purple auch in unserer Klasse. Und wir haben irgendwie gemerkt, so, Digga, der Typ ist lustig, der ist richtig witzig. Und dann kam es so zu Gruppenarbeiten und so, wo wir dann zwangsmäßig zusammenarbeiten mussten. Und wir saßen da, Digga, wir haben den kaputt gefeiert. Er war so witzig, er hat so eine Scheiße gelabert, so, Digga. Wie kann ich mir das vorstellen? Also so, das ist ein Beispiel noch. Boah, ja, okay. Noah war einfach so jemand, der geht so in die Mitte von der Klasse und fängt an zu kreischen. So richtig laut. So richtig laut, bis alle ihn angucken und dann geht er einfach weg. So,
Und irgendwie fand ich das so behindert und so witzig. Und Leon auch so, dass wir uns halt richtig gut mit ihm verstanden haben. Und seitdem, Digga, Noah, einer meiner besten Homies geworden, also Saint Purple, ne? Und, Digga, also die Story ist legendär. Und wie er sich verändert hat, das würde euch alle flashen, Mann, ohne Witz. Richtig gut. Okay, ich bin gespannt auf jeden Fall. Was ich stilistisch bei dir interessant finde, kannst du auch mal sagen, wenn wir jetzt schon über deine Vergangenheit geredet haben, ist, was so deine Einflüsse gewesen sind, also auf dem Weg dahin, wo du jetzt bist, was hat dich musikalisch inspiriert? Okay, safe. Also anfangs, ich sag ganz ehrlich, Digga, der Grund, warum ich angefangen habe mit Mucke, waren Sierra Kid und Kinda Gray. So sag ich ganz ehrlich, die beiden waren für mich immer so... Irgendwie, ich habe sowas halt nie gehört gehabt, das war bestimmt vor 3-4 Jahren oder so, vor 4 Jahren, denke ich, habe ich angefangen, den Shit zu feiern und fand es richtig geil. Habe währenddessen halt auch so ein bisschen Ami-Shit gefeiert, aber so ein bisschen, sag ich mal, dieser, klingt dumm, aber dieser Emo-Grind in der Szene hat mir gefehlt, so. Und das haben die halt übertrieben verkörpert und ich habe die richtig gefeiert. Dann bin ich halt auf Six Dogs oder Oliver Francis gekommen. Auch so mittlerweile Vorbilder des Jahrhunderts, so die Ästhetik allgemein, die verkörpern, richtig gestört. Ja, aber so, was soll ich sagen? Die Vorbilder, ich würde nicht sagen, dass ich ein Vorbild habe. Ich würde sagen, Inspiration kam auf jeden Fall durch Kid, Kinda Gray, Leute wie Six Dogs, Oliver Francis, mittlerweile auch Edo Saya, große Inspiration, die sind alle, alles gestörte Künstler, so wirklich. Und ja, Digga, das ist es. Bei vielen ist ja immer so, die sagen, ah, ich höre gar kein Deutschrap, ich höre eigentlich nur so US-Sachen und sowas. Ne? Ja. Und in dem Video zu Winter 17 hast du oder einer deiner Homies ein Immer Ready T-Shirt getragen. Session mit den Homies, aber ist lame, denn du fehlst. Das war Saint Purple, Digga, ja. Ah, okay. War das bei euch auch was ihr früher häufig gehört habt, wenn ja, wen? Alter, safe, immer noch. Also Immer Ready ist gestörte Gruppe, so wirklich richtig gut. So, das ist halt so, die bewegen sich im Underground, sollten sich aber nicht im Underground bewegen, so, weil natürlich Marvin Game und so, ich weiß tatsächlich gerade nicht, ob Mauli momentan überhaupt noch dabei ist, Digga. Aber Mauli ist für mich so der Grund gewesen, warum ich das so hart gefeiert habe. Und Mauli, Holy Modi momentan, so, die machen alle so ein Shit, auch Morten, Junge, die machen alle so ein Shit. Der braucht mehr Aufmerksamkeit. Ich habe irgendwie das Gefühl manchmal, die wollen gar nicht diese Aufmerksamkeit. Ich habe manchmal das Gefühl, die wollen, dass das Underground-Berlin-Shit bleibt. Aber, also, die haben wir schon vor Jahren gehört und sind doch immer noch Killer. So, safe. Wenn wir wieder über deine Musik reden, ist ein Thema, worüber wir auch gerade davor schon geredet haben, auf jeden Fall sehr präsent. Und zwar ist Wein, Alkohol generell. Wie kann man sich so vorstellen, wie Absent trinkt? Also in welcher Regelmäßigkeit passiert es wirklich? Oh, also das ist ein schweres Thema. So, weil, also, beziehungsweise ist ein leichtes Thema, aber ich weiß nicht genau, ob ich das jetzt so representen möchte. Aber zu viel auf jeden Fall. So, will ich auch ändern, aber es passiert schon genauso, wie es auch in Tracks represente. So, also ich trinke schon momentan zum Beispiel, neue Wohnung, bin ich mit einer Freundin eingezogen, die da. Also jeden Tag auch komplett. So, du weißt ja, was vor dem Interview passiert, das muss man jetzt nicht erwähnen, so, aber ja. Also es ist schon toll, aber ich sag ganz ehrlich, was auch dieses Wein-Ding angeht, ich habe durch meine Ex-Freundin so Wein übel gefeiert, so lieben gelernt. Die kam halt zu mir eines Tages so und hatte so eine Weinflasche mit und ich habe zu ihr gesagt so, jo, warum bringst du sowas mit? Ich trinke das nicht. So, das ist voll komisch. Und dann hat sie mir das gegeben und dann habe ich 2 Gläser davon getrunken und ich war, Digga, der glücklichste Typ auf dem Planeten. So. Aber mittlerweile trinke ich sehr selten Wein. Also momentan hat es wirklich nachgelassen. Ja, was soll ich sagen? Es ist halt einfach nur Alkohol. So, was soll ich sagen? Aber du siehst ja anhand dessen, wie du geantwortet hast, auch so ein bisschen Schwierigkeit da drin, das quasi in deinen Texten zu bewerben, oder? Ja, voll. Also das Ding ist, ich glaube, dass halt Leute, sag ich mal, ich habe zum Beispiel hin und wieder so DMs bekommen, die meinten so, yo, dein Lifestyle ist mein Vorbild, so. Und das feiere ich gar nicht, also null. So, weil ich auch nicht finde, dass ich jetzt wie ein Vorbild wirke mit meiner Musik oder so ein Scheiß. Weil,
ich repräsente einfach nur mein Leben so. Ich mache einfach nur Mucke über das, was mich beschäftigt. Und wenn das ist, jo, mir geht's kacke und ich trinke, oder jo, ich feiere und ich trinke, dann ist das ein Lebensgefühl von mir gewesen. Aber ich finde, das ist für niemanden irgendwie ein Grund, jetzt zu sagen, so, boah, ich will auch so leben, ich will jetzt auch hier Musik anfangen und jeden Tag trinken und so. Das ist, also das feiere ich echt gar nicht, das sage ich ehrlich. Schwierig, muss nicht sein. Ne? Vor allen Dingen, ja, wenn man, also bei vielen Musikern ist es ja auch so, dass, keine Ahnung, trinken oder rauchen oder was auch immer ja irgendwie ein Teil von dem Arbeitsprozess geworden ist. Ist das bei dir ähnlich? Also jetzt, wenn ich Mucke mache, ist es bei mir so, dass ich das leider zu selten nüchtern mache. Und zwar Mucke mache ich meistens spontan. Ich schreibe keine Texte. So. Ich schreibe keine Texte, Digga. Aber ich habe jetzt zum Beispiel in der neuen Wohnung hier direkt hinter der Cam mein kleines Studio, Digga. Und wenn ich jetzt hier abends, also jetzt momentan so gut wie gar nicht mehr, Corona, Dankeschön, aber normalerweise, wenn ich jetzt hier Leute hätte und ich würde hier einfach nur feiern, mit denen Musik hören, was trinken und so, dann würde ich abends, wenn alle weg sind, mich an den PC setzen und noch ein, zwei Tracks machen oder so. Und das ist halt das Problem, weil ich mache zwar nüchtern auch Musik, safe, aber nicht so intensiv. Also ich sag mal so, wenn ich betrunken bin zum Beispiel, Digga, und ich setze mich an den Computer und ich mache einen Track, dann mache ich safe einen Track in 3 Stunden fertig oder so. Und wenn ich nüchtern bin, dann nehme ich so 3 Lines auf und dann feiere ich das doch nicht so und dann fange ich was Neues an. Also ich sag mal so, ich bin produktiver, wenn ich betäubt bin, safe. Aber ich versuche das wieder ein bisschen, also momentan mache ich ein bisschen mehr nüchtern Musik und ich glaube, das tut gut so auf jeden Fall. Eigentlich merkwürdig, dass man betrunken produktiver ist, ne? Ja, safe, weil man halt so, man rafft ja weniger, aber es klappt, was soll ich sagen? Ein Teil, der, wo du auch, glaube ich, auf dem Song gesagt hast, dass du noch bei keinem Auftritt nüchtern warst. Ja, ja. Ist das, was für ein Teil, also spielt es beim Live-Auftreten, weil viele, vor allen Dingen, wenn sie noch nicht so viele Auftritte hatten, sind ja dann auch so mit so ein bisschen Lampenfieber ähnlichen Sachen, ne? Ey, komplett. Also voll, ich weiß noch, mein allererster Auftritt war bei Nova Events, Shoutout Bilal, 5. Shoutout oder so, aber als ich da war, Digga, da bin ich gar nicht klar gekommen. Das war mein allererster Auftritt in Hamburg, auch auf dem Kiez übrigens. Und Ich war noch nie auf einer Bühne so, noch nie. Noch nie in meinem ganzen Leben. Ich war nicht mal jemand, der Theater gespielt hat oder so. Ich war noch nie auf einer Bühne. Dann, der Club war full, so. Mena Hauptact, so. Der Club war voll. Und ich habe mich eingeschissen bis zum geht nicht mehr. Ich bin zur Theke gerannt, ein Glas nach dem anderen. Das war so eine Panikreaktion. Und ich sag mal so, ich würde auch heute noch vor Auftritten richtig aufgeregt sein. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum ich bis jetzt noch nie nüchtern auf der Bühne war, so, da bin ich ganz ehrlich. Ich komme damit viel besser klar, wenn ich ein bisschen was getrunken habe. Aber ich möchte das auch mal regulieren. Also ich habe schon so ein paar Pläne. Ich habe jetzt, glaube ich, 3 Live-Events geplant. Natürlich nach diesem Corona-Shit. Und eins habe ich auf jeden Fall rausgesucht, wo ich mir strikt gesagt habe, so, okay, da bleibe ich nüchtern so. Und ich gucke einfach, wie es wird, so, weißt du. Vielleicht falle ich von der Bühne, vielleicht keine Ahnung, aber ich werde es auf jeden Fall ausprobieren. So. Was werden das für Live-Events sein? Kannst du da schon was zu sagen? Also ich kann eins sagen, das noch mit, ich weiß nicht, kennst du die Keine Kunst-Jungs? Aus Berlin? Ja, safe, mit denen ist noch mal ein bisschen was geplant, auch in Berlin, aber wir überlegen noch, vielleicht auch in Hamburg. Und das ist auch das Event, wo ich zum Beispiel schon zu St. Purple gesagt hatte, so, ich möchte da gerne einmal sober sein auf der Bühne, so. Und dann gucken, wie es wird. Ja, aber die, zu den anderen beiden darf ich, glaube ich, noch gar nichts sagen. Die stehen noch gar nicht fest. Okay, und natürlich mein Konzert. So, aber da werde ich nicht nüchtern bleiben, bevor. So. Nee, nee. Wann, wo, wie wird es sein? Ja, das ist halt ein bisschen schwer zu sagen. So. Okay. Es wird Pauli-Bahnhof in Hamburg sein. Und ursprünglich war ein anderer Club geplant. Und ursprünglich war auch geplant 11.04., aber also jetzt kann man halt keine Auftritte machen, so wäre auch nicht zu verantworten, würde ich auch einfach nicht machen, aus dem Grund, dass es ein Risiko mit sich bringt. Aber Pauli Bahnhof, das ist jetzt geplant am 22.05. Okay. Aber ob das da klappt, so weiß auch noch keiner. Ja, ich drücke dir auf jeden so. Fall die Daumen, ja. Dankeschön. Du machst ja echt extrem viel, auch hier live
da und deine ganzen Projekte mit einer relativ hohen, sag ich mal, Release-Dichte. Und das Ganze machst du ja nicht nur alleine. Willst du einmal kurz erklären, wer mit dir theoretisch, also noch zu deinem Camp gehört? Boah, Alter. Okay, also hier haben wir den lieben Yasso. Der macht Mucke. Jevo. Der macht Mucke. Janky. Der macht Mucke und Insuri, die macht Mucke. Also fängt jetzt gerade an. Aber auf jeden Fall, so, das ist nur ein Teil von denen. Glaub mir, ich habe die ganze Heimatstadt infiziert mit der Scheiße. Aber auf jeden Fall alle Talent, alle machen ihre Mucke richtig gut. Das wird noch groß. Wir machen Schleswig-Holstein groß. Aber ja, safe. Ich wollte damit jetzt auch eigentlich auf sowas hinaus wie zum Beispiel Sven Schwede, der ja deine Artworks macht zum Beispiel. Ne? Ja, safe. Also ganz ehrlich, eigentlich nur Sven und Bilal. Okay. Weil Sven ist halt der so, ich schreibe den an, ich habe einen Track fertig, sag, yo, den will ich droppen übermorgen, mach ein Cover, er macht am selben Tag ein Cover und wenn ich das feier, nehme ich das direkt und wenn nicht, dann mache ich da noch irgendwelche Verbesserungsvorschläge so. Und Bilal ist halt der, das eher so businessmäßig für mich alles plant, also der macht Auftritte, der sagt auch ein bisschen so, yo, das und das wäre jetzt gerade krass, der Move und so. Mhm. Aber sonst sind das die. Also die beiden und meine Homies alle, upsala, Kopfhörer. Die beiden und meine Homies alle so, das sind eigentlich alle, die jetzt, sag ich mal, hinter mir stehen. Ja. Ich habe auch gesehen, dass mit Sven arbeitest du ja zum Beispiel schon relativ lange zusammen. Ja, safe. Und der hat damals auch dieses Cover zu dem Song Way Up gemacht. Ja, Mann. Ich glaube sogar, das war das erste Cover. Und das war das erste sogar? Ich glaube ja. Okay, ja, das bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube ja. Das ist ja deine erste Zusammenarbeit mit Edo gewesen, ne? Ja, safe. Genau, und ich habe gesucht, aber so richtig, also offiziell findet man den Song nicht mehr. Und ich habe so ein bisschen gelesen, ihr hättet euch verstritten, stimmt das? Nein, Mann, also so, das Ding ist, ich kann natürlich jetzt für mich sprechen, aber wir hatten nie Streit, er hat auch mal in einem Livestream erwähnt, so, kein böses Blut so mäßig, da ist überhaupt nichts, so, da ist nichts. Es gibt immer so zwei, drei Leute, die da Mist erzählen oder so. Aber da ist kein Streit oder so, gar nicht. Deswegen, keine Ahnung. Also meiner Meinung nach, Edo, gestörter Künstler, krasser Typ. Auf jeden Fall next up. Also was heißt next up? Sowieso jetzt schon ab. So. Der Typ hat auf jeden Fall alles richtig gemacht. So, überhaupt kein böses Blut. Alles gut. Ich wüsste auch überhaupt keinen Grund, warum wir uns verstreiten sollten. So. Okay. Ja, das ist doch umso besser auf jeden Fall, oder? Ja, safe. Safe. Ja, Mann, dann wäre es das von meiner Seite erstmal gewesen. Willst du uns einmal noch sagen und deinen Fans natürlich, auf was können sie sich dieses Jahr noch freuen? Was geht bei Absent dieses Jahr noch ab? Okay. Ich habe 4, 5 richtig böse Singles. Richtig gut. Also, aber auf jeden Fall der Track mit Lyron, All About, gestört. So, die Single, dann kommen noch 3 andere Singles. Gehen auch mehr in die Reece Demons, Lay Me Down Richtung. Und ich habe für Juni, Juli noch ein Album geplant mit krassen Feature-Gästen, wie zum Beispiel Time, übel talentierter Typ. Und so. Mit den Ganzen wird, denke ich mal, eher gegen Sommer diesen Jahres was droppen. Nochmal ein ganzes richtiges Album. Aber erstmal kommen jetzt ein paar Singles, weil das Tape ist ja auch erst vor ein paar Tagen gedroppt. Und ja, Digga, safe. Also das wäre erstmal das, was ich sagen kann. Vielleicht kommt noch mehr dazu, vielleicht nicht, keine Ahnung. Klingt aber erstmal gut, dann vielleicht schaffen wir es ja, uns im Sommer zu deinem Album nochmal zusammenzusetzen und dann gerne, auch richtig. Gerne. Ansonsten danke ich dir vielmals für deine Zeit und ich bedanke mich, 16 Bars, krass. 16 Bars, Absent, Haji, bis zum nächsten Mal. Ciao.